Hallo und herzlich willkommen, hör mal, zu einem neuen Let's Play. Und wie ihr seht, es gehört zur Escape-Reihe. Hallo! Hallo, ich bin die Lady Lori. Das ist die Lady Lori. Und wir spielen, wie heißt das Spiel? Experiment. Escape Room. Also, und damit ihr wisst, was jetzt hier abgeht, wird die Lisa einmal diese Geschichte hier vorlesen. Oh, auf Englisch. Hey, die ist auf Deutsch. Bei mir ist sie auf Englisch. Du musst deine Sprache hier oben noch umstellen. Da oben. Oh. German. Ah. Hä? Trotzdem nicht. Soll ich dann vorlesen? Ja, bitte. Okay. Jetzt ehrlich? Ja, ich möchte das nicht auf Englisch machen. Beim Besuch eines... While visiting... Nein. Beim Besuch eines renommierten Arztes bemerken sie, dass etwas in seinem Büro nicht stimmt. Bevor sie erkennen können, was los ist, setzt er sie unter Drogen und sie fallen dadurch in einen tiefen Schlaf. Als sie... Hallo, gehst du mal weg? Ach so, ja, stimmt. Als sie aufwachen, sitzen sie auf einem Stuhl in einem Hinterzimmer und können das Gebäude nicht mehr verlassen. Sie erkennen schnell, dass der Arzt ein Experiment mit Tieren und Menschen durchführt und dass sie sein nächstes Objekt sein werden. Können sie herausfinden, was los ist und fliehen, bevor es zu spät ist? Guckt ihr erstmal raus. Man weiß. So, was machen wir jetzt so richtig philosophisch, ey? Ich hab gedacht, da hinten ist ein Bunker, aber das ist der Schatten von den Betten. Soll ich Start drücken? Ja, bitte. Weißt du, das ist gruselig, weil das hat was mit... Nein, Ärzten, das wird nicht gut. Mit Ärzten. Ärzten? Vor allem, wie du hier so stehst, ob du dich so anlehnst, so aus der Scheibe, so die Hand an das Kinn und so nachdenkst. So sah das aus. Mama. Okay, ich drück auf Start. Loading. Oh. Ach, ich hab nur irgendwas anderes oder... Ding hast du gelesen. Ding, Punkt, Punkt, Man kann Punkt. Sogar laufen. Alle mal Ding ist... Ach, das fällt dir jetzt auf? Ja, letztes Mal ist mir ja auch erst aufgefallen, dass man... Das ist schön, dass es VR ist, ey. Ja. Guck mal, hier bin ich. Es lädt aber lange, ne? Loadings. Ja, vielleicht ist das Spiel groß. Das kann man sich übrigens bei Steam für 3,29 so, ne, kaufen. Oder ja, irgendwie so. Und ja. Und wir haben das nicht geschenkt bekommen. Nee, wir schenken sonst. Es leckt gerade richtig bei mir. Es leidet. Ja, ne, krass. Bei dir auch? Mhm. Richtig schlimm ist das gerade. Richtig schlimm. Boah, wie groß ist denn dieses Kapitel? Aber das Spiel besteht ja auch noch aus, aus einem. Deswegen hoffen wir uns, dass sich das sehr lohnt. Aber warum so lange, ey? Und die Legende besagt, dass es das schwerste Kapitel oder Teil ist von Escape Room-Reihe. Mhm. Hä, irgendwas stimmt doch nicht, oder? Ist das bei dir auch so verschwommen, wenn du läufst? Ja, okay, ja. Gut. Wie so eine Störung. Boah, aua. Es wird immer schlimmer. Ich bleib jetzt einfach nur stehen und guck dich an. Du hast ein Ding in der Fresse. Du hast ein Ding in der Fresse. Hallo? Oh mein Gott! Wo bist du? Im Krankenhaus! Ja, und wo bin ich? Ich zieh jetzt erstmal meinen Ärztekittel an. Wo bin ich denn? Ich bin immer noch im Loading. Schon mal jemand. Die Musik ist wieder so gruselig. Da oben ist eine Hand und ein Ohr. Okay, ich will noch nicht zu viel verraten, weil Gossi... Hallo, es wird immer schlimmer im Loading. Ich kann mich noch nicht mal bewegen. Dann ist das gleich soweit. Ich mach noch nichts. Ich stehe hier und guck, okay? Hat der einen Penis? Nee, das ist nur ein Muskel. Hallo, ich warte auf dich. Was ist denn hier? Och Mann. Och Gossi. Och Mann. Warum ist das so? Nee, lustig finde ich das eigentlich nicht. Zur Not schneiden wir das weg, wo wir drin sind. Aua. Aua. Muss ich nochmal laden. Hallo. Bist du da? Nee. Ich spreche mit dem Loading. Loading, mach doch mal bitte. Hör mal. Muss ich nicht verstehen, ne? Also, was kann ich denn machen? Sollen wir das nochmal laden? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Vielleicht einfach noch, muss ich noch warten.
Ich will mich auch noch nicht so viel umgucken jetzt, weil ich sehe hier schon einige Sachen. Aber ich will ja noch nicht gucken, dann weil das ja unfair ist. Okay. Ich habe schon mal einen Schlüssel gefunden. So. Ziemlich creepy hier. Hier gibt es ganz schön viele Sachen in diesem Raum. Jetzt bin ich da! Yay! Aber ich schneide das nicht raus. Vielleicht mache ich es einfach nur ein bisschen schneller. Oder so. Was das denn? Die Sache, hier gibt es ganz viele Sachen. Hier liegt Blut. Ist das deins? Und hier ist was zum Analysieren. Guck. A, B, C, D. Ups. Warte, ich mach das mal wieder da rein. Oder leg das da. Ist es weg? Wie kann man sich das nochmal genauer angucken? Ach, mit F. Es ist verpackt. Blut, vielleicht müssen wir da Blut reinmachen. Ja. Sollen wir mal eine Flasche reinmachen? Mach mal. Es geht nicht da rein. So eine Kacke aber auch. Ich kann das gar nicht nehmen. Die Musik ist bedrohlich voll, ne? Was dat denn? Ja. Anschnaller! Festhalten, wir fahren los! Das Blut vielleicht, was da lag. Nee, auch nicht. Also hier sind auf jeden Fall mehrere Sachen. Hier sind so komische Zeichnungen, da sind so Fläschchen in Farben. Ach, meinst du den mal mit dem Muskel? Ja. Hier sind so 9 und 8 steht hier drauf. Hier sind, so hier sind Karten drin. Da sind Karten drin, hier sind Tiere. Nein. Also hier gibt es unendlich viel. Hier ist eine Rechnung. Wo ist eine Rechnung? Guck dir mal diese Karte bitte an, hier, die ich aufs Bett lege. Vielleicht ist das Rechnung. Hier sind auch Rechnungen. Oh, wird ja immer schlimmer. Ich kann kein Mathe. Also hier sehen wir auf jeden Fall einen Fuß, 2 Hände, einen Kopf und einen Fuß. Ich guck mal, wie die Hände aussehen, wie so Alien. Ja, hier, ne? Das, Hier kann man was, kann man das... Immer noch dasselbe Geräusch. Ist so. Warte mal, ich nehme mal den Schlüssel. Wofür kann man den Schlüssel... Hier ist Blut A drin. Die Blutproben haben immer so Namen. Hier A. A passt da rein. Gut. Und wofür ist der Schlüssel jetzt? Ah, guck mal, hier sind überall Dreiecke. Auf den Büchern. Von da hinten auch, ne? Oh nein, das ist abgefallen. Buchstaben? Was ist das? Ach, Bücher mit Dreiecken. Mal, ich kann dir Blut abnehmen vielleicht, warte. Okay. Nee, geht nicht. Weil ich ja auch ein Roboter bin, das geht ja auch, ne? Und Totenkopf? Was sind die Bilder hier? Ach, guck mal, hier sind so Bilder. Ja, ja, von Tieren, so Tieren, ne? Aber nur eins können wir davon nehmen. Das mittlere hier. Hier ist 8 und 9, was ist das? Ein Scanner? Bestimmt hat es auch irgendwas hier mit diesen Tieren zu tun. Zeig mal, was da drauf ist. Die sind hier auf dem, genau. Ah, und hier sind noch so in Reihen. Hier ist so ein Organ. Hier ist ein Lungenflügel. Ich glaube, das ist die Leber hier. Und hier ist, glaube ich, eine Niere. Muss mir das irgendwo... Und hier ist eine Lunge. Also, ja. Was soll dieses Mo und Am sein? Vielleicht Montag AM? Meinst du? Weiß ich nicht, fällt mir jetzt als erstes auf. Ist hier was drin? Nee. Ah, guck, ach nee, da ist nichts. Also hier war auch nichts. Hier sind nur diese Bücher. Kann man die denn hochheben? Nee. Aber das Komische ist halt, dass einmal weiße Dreieckbücher und einmal schwarze Dreieckbücher. Und hier stehen auch nochmal Zahlen drauf. 8, 9. Ich muss mich irgendwie sortieren jetzt gerade. Ich bin so, hier sind auch so viele Zeichnungen und Matheaufgaben. Das ist ganz schön merkwürdig. Wo, man kann auch diese Flaschen hier nehmen. Ja. Und irgendwo hinstellen. Hm. Hier auch. Hier ist ein blaues. Wir haben ein blaues und ein rotes. Fläschchen. Ja. Ah, diese. Auch ein grünes. Ja. Das Grün sieht schön aus. Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, was wir damit machen. Da oben sind ja noch mehr Bücher. Ja, mit Vierecken. Deswegen. Da müssen wir bestimmt irgendwas mitmachen. Oha. Ach, Vierecke. Ja, hier oben so 2 Stück mit Vierecken. Ja, hier auch, guck, in diesem Regal. Ach, du Scheiße. Ja. Vielleicht hat das was mit, Ich will nicht sterben. M-O-A-M, was soll das sagen? Ach, hier sind ja auch noch die Rechnungen. M-O-A-M. Aber wie willst du das denn machen?
Das sind ja nur Zahlen. Nicht. Wofür ist dieser Schlüssel? Ich habe hier einen Schlüssel. Vielleicht für die Tür hier? Tatsächlich. Jetzt ehrlich? Ja. Scheiße, komm mit. Oh, das ist so gruselig. Das ist mega gruselig. Sollen wir da rein? Vielleicht sind da ja noch weitere Hinweise. Taschen. Warte, hier sind... Ist hier nicht so Sicherung? Ich sehe mich fast nicht. Guck mal, nichts. Hier sind Blutbeutel. Warte mal, hier ist ein Schaufel. Der nee, Lichtschalter geht nicht. Und ganz viele Kisten. Noch ein Schrank. Ah! Geil, eine Lampe. Oh, hier unten liegt Blut. Hier auch, an den Händen. Und hier sind ganz viele so kleine Sachen, so Streichholzschachteln oder sowas. Siehst du die? Ja. Auf dem Boden. Ja. Und hier ist ganz viel Reinigungsmittel, ganz viel Blut. Eine Mikrowelle. Hier ist so ein Licht. Dort. Was war das, Bossi? Hier ist ein Lappen. Was ist das? Guck mal, hier ist eine Tafel. Da kann man doch bestimmt was mitmachen. Mal mal mit Blut da drauf. Hier ist Blut. Haben wir nicht ein Edding? Geht das nicht? Kann man das Hatten wir ein Edding? Soll ich den mal holen? Hier gibt's auch noch einen Schlüssel. Ja, wir hatten einen. Was ist. Da ist der Edding. Sieht sogar aus wie ein richtiger Edding. Ja. Das war wieder so ein Geräusch. Hä? Ich glaube, ich kann den Edding nicht mitnehmen. Okay. Oder? Warte mal. Oh Gott, es ist mega dunkel. So, jetzt aber. Oh. Ich hab den Edding. Nee, geht nicht. Schade. Sollen wir dann weitergehen mal? Ja, wir lassen das Licht hier an, ja? Ach, guck mal, hier sind Sicherungen. Ach so. Die kann man hoch und runter machen. Ja, lustig. Müssen die nach oben oder unten? Hier fehlt eine. Wo? Hier, ein schwarzes Ding fehlt da. Ah, jo, siehst du? Hier. Ja. Haben wir das irgendwo schon gesehen? Ich vermute nicht. Steht denn hier auf diesem... Was ist das für ein Geräusch? Ups. Das ist ganz komisch. Hier sind auch so viele Blutbeutel. Vor allem hier ist so ein so schöne, saubere Handschuh und darunter sind so richtig abgeranzte, ey. Na. Hier ist auch ein dreckiger Lappen. Mies. Oder können wir so eine Streichholzpackung da reinmachen? Nee. Oder kann das sein, dass es in so einer Kiste ist? Nee. Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Sollen wir erstmal weitergehen? Ja, ne? Aber hier sind... Was ist hier? Dafür brauchen wir, glaube ich, bestimmt die Sicherung. Aber wir sehen nichts, Gossi. Es bringt ja gar nichts. Hier ist noch eine Tür. Mit Zahlenschloss. Und hier ist eine, die nicht aufgeht. Okay, dann... Also das zwei Räume haben wir auf jeden Fall. Ja, dann sollten wir mal gucken, ob wir das nicht irgendwie... Irgendein Rätsel brauchen wir jetzt. Ja, also hier gibt es ja mehrere. Wir haben ja einmal die Blutanalyse. Mhm. Hier steht ja ein A drauf. Oh, scheiße, ist das dahinter? Nee, doch nicht. Doch nicht, alles gut. Oh. Und wir haben hier auf jeden Fall ganz viele... Also wir haben Dreiecke und wir haben Vierecke. Weißt du, was ich auch glaube? Komm mal mit. Hier, das sind ja so vier Reihen mit Blut hier, mit Blutbeutel. Wo bist du? Hier, ja. So vier Reihen. Erste, zweite, dritte, vierte, ne? Und dass wir vielleicht die so zählen müssen, wie viele in einer Reihe sind. Und das ist auch ein Code oder so. Jo, weil die auch so einen komischen Abstand haben. Man sieht ja, ja sogar die Haken. Das ist ganz komisch. Guck mal, man kann... Oder fehlen die da? Nee. Guck mal, hier zum Beispiel... Doch, man kann welche dran machen. Wo denn? Ich habe gerade einen Blutbeutel vom Boden genommen, der lag da, so habe ich dran gemacht. Ja, konnte ich auch hier, ne, die Reihe. Müssen wir das alles voll machen? Das aber wo sollen wir denn Sinn. Die Beutel herbekommen? Ja, keine Ahnung. Geht ja gar nicht. Vielleicht muss man die finden, ich weiß es nicht. Naja. Aber ist bestimmt auch irgendeine... Das ist ja komisch. Guck mir mal nochmal die Tiere an. Was sind denn da so für Tiere drauf? Da sind so Eulen und Insekten drauf. Schade. Hier ist auch was mit einer Kilozahl. Eine 8 und eine 9. Und
die Waage verwirrt mich auch. Aber die können wir nicht... Hier ist auch ein Kopf. Aber ich glaube nicht, dass wir die Bücher zählen müssen, weil hier sind so viele Dreiecksbücher. Ja, aber was hat das zu bedeuten? Und hier auch diese Farben. Und das Bild? Ah, guck mal, man kann auch das Bild hier abhängen. Mit den Molekülen. Das Monokül. Aber das hier nicht. Mit den Muskeln. Oder ich bin einfach zu dumm. Nee, bei mir geht's auch nicht. Okay. Ja, oder diese Farben hier auch, diese Chemikalien. Wir haben weiße und schwarze Bücher. Das ist ganz komisch. Ich kann gerade noch gar nichts so ordnen. Was war denn mit der Rechnung? Diese Rechnungen? Mhm. Keine Ahnung. Wo sind die hier? Sieht auf jeden Fall... Ja, das war eine... Ganz... A plus B geteilt durch C. Da steht zum Beispiel eine. Aber es steht dasselbe wie an der Tafel, glaube ich. X plus A in Klammern hoch N gleich das Zeichen mal, ja, das aber ist dasselbe. Aber hier steht irgendwie das Ergebnis. Guck mal. B plus C gleich A. Hier steht A plus B durch 2 gleich C und dann kommt nochmal Linie. Oh, Satz des Und dann Pythagoras. Ist größer als unendlich. Boah, das können die doch nicht erwarten, oder? Nein, können die auch nicht erwarten. Das ist bestimmt dass wir das verstehen. Ablesen, weil da steht dann gleich ein. Ich weiß es. Ah, guck mal, vielleicht hat das ja was damit zu tun, weil hier steht auch eine 1. Da oben, das ist die Rechnung hier oben, die auf der Karte steht. Mit dem. In der Mitte, weißt du, das oben in der Mitte mit dem Lim und darunter ein X und ein Pfeil mit einem Unendlichzeichen. Mit dem und mit doch, 1. Ach mal, wie schön das hier liegt. Kann man ja nicht sehen. Ja, und was sagt uns das jetzt? Das andere ist. Wo ist denn diese Aufgabe? Das. Oh je. Ich gehe da jetzt aber nicht dran. Nicht? Mm-mm. Okay. So. Können wir Lichthalter benutzen? Nein. Hm, ich weiß nicht. Ich check das gerade gar nicht, ne? Warte mal. Okay. Keine Ahnung. Nee. Ich habe jetzt auch nicht auf. Auf jeden Fall ist jemand. Also ich habe auch nichts gesehen. Was hast du gemacht? Ich habe jetzt auch nichts im Flur gesehen. Okay, geil, komisch. Deswegen ich bin aufgeschrieben, Minute 17, ne? Ist das jetzt die Stelle hier? Mhm. So, weiter? Mhm. Okay. So. Ja, ich habe keine Ahnung, Lisa. Also wie immer, ich bin blöd. Ich habe keine Ahnung. Es sind so viele Sachen. Wahrscheinlich so was richtig Einfaches, weißt du? Wir sind einfach wieder zu dumm. Mhm. Wie immer, ey. Ich feg jetzt erstmal hier durch, hör mal. So, zack, zack, zack. Guck mal, hier fehlt auch was. Was ist das? Wo hier denn? Kommt auch was rein, an der Seite. Die Tür geht nicht auf. Vielleicht doch. Kann man sich dann die Dings angucken. Ja, so ein Diplom fehlt, ne? Ja, hier. Guck mal, hier. Jo, stimmt. Und ein Diplom fehlt. Ah, hier fehlt was. Ja, und dann kann man sich bestimmt die Röntgenbilder angucken. Haben wir das nicht hier drin? Haben wir nicht hier irgendwas, was da rein kann? Ist nur ein Deckel. Man muss sich richtig hier durchkämpfen, ey. So viel Müll liegt hier. Und wo muss man was ist das denn? Ach, nee. Doch, ich hab das, glaube ich. Echt? Mhm. Das wäre cool. Sieht so aus. Nee, ist nur eine Fernbedienung. Oh, schade. Hä, warum geht das denn nicht? Also... Doch! Hier der Knopf! Oh ja, ah, da steht jetzt 8, 5, 9 und 4. 8, alles ausprobieren, ne? Hm?
8594 sagst du, ne? Mhm. Okay, weiter. Vielleicht auch in dem anderen Raum? Warte. Hatten wir da so ein Ding? Ja, ne? Mhm. Ja. Hallo, ich komme nicht durch. Oh, nee, hä? Ja, aber irgendwo muss das ja hin. Was soll das denn jetzt? Vielleicht da in den anderen? Warum komme ich hier nicht durch? Aha. Hä, aber sonst haben wir doch kein Ding für die Codes. Ich bin verwirrt. Hä, muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Hat das was mit... Weil guck mal, da steht RLL. Achso, linke Hand, linker Fuß, rechte. Hä? Hä? Nee. Oh, ich hab mich schon gefreut. Ja, ehrlich. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Das, Also, das verwirrt mich jetzt sehr. Also, ich dachte, wir sind mal schlau. Weißt du? Aber sind wir gar nicht. 8594 ist doch überall, ne? Ja. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ups, ich wollte nicht raus. Aber hier muss auch irgendwas noch rein. Komm, ich will jetzt auch nicht für das erste Rätsel direkt einen Tipp. Nee, will ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber es nervt auch. Ja, weil... Hä? War hier irgendwas drauf? Nee. Und hier? Ja, die Lunge, hör mal. Aber was bringt mir eine Lunge? Die Lunge bringt mir nichts. Das sind Röntgenbilder von einem Körper. Wo hat das denn Sinn? Was ist denn M-O? Ich weiß oder nicht. Oder? Ich bin so vor. Ach, haben so wir die Abkürzen. Tür? Das ist ja wahrscheinlich der Ausgang. Ne? Ach so. 8594, ne? Mhm. Schade. Hatte schon ein bisschen Hoffnung. Ja, aber dann müssen wir nach einem Tipp gucken. Das bringt ja nichts. Soll ich mal machen? Macht mal, damit wir hier wenigstens Erfolg haben. Der Spiegel im Schrank verbirgt ein Geheimnis, wenn er nicht nur so dreckig wäre. Was für ein Hausmeister, Schrank, Spiegel. Hä, was? Das Hausmeisterding müsst ihr bestimmt. Ach, hier oder was? Der Spiegel hier. Müssen wir jetzt putzen. Das ist ein Spiegel? Ich finde, die Lampe ist aus. Die Lampen. Ah, wir müssen das dafür putzen. Ja. Aber wie? Aber man kann das auch so erkennen. Dass ja? Vielleicht mit, ja. Guck, da unten leuchten dann zwei. Hier, da oben und da ein. Ah, vielleicht sind das die Beute. Nee, die Beute. Nee. Aber wie soll ich das denn bitte putzen, die Scheiße? Ich bin zu doof zum Putzen. Weil bei mir geht immer nur die Schranktür auf. Bei mir auch. Im Wischmopp. Haben wir denn noch was drüben zum Putzen? Oder hier mit Waschmittel? Nee, ne? Oder muss man das da reinstellen? Warte mal. Stell das mal da in diesen. Oder geht das nicht? Vor einem Spiegel, ey. Dieser Spiegel. Das ist hier ist der Spiegel. Ah, ich dachte schon. Ach so. Ja, dann mach mal sauber. Geht nicht. Mit dem Besen? Ja. Nee. Aber es sieht auch nicht aus wie ein Spiegel, ne? Es geht gar nicht sauber. Das geht nicht. Das ist doch komisch. Vielleicht mit so einem Sprayteil? Hiermit? Nee. Nee. Handschuhe? Nee. Wollen die das verarschen? Wie soll ich die Kacke denn putzen?
Ja, den ging nicht, nee. Hä? Das verwirrt mich jetzt extrem. Ja. Haben wir drüben was? Ich guck mal. Zum Putzen? Nee. Bin er nicht nur so dreckig? Ja, lustig, ey. Hätte er mal vorher putzen sollen. Können wir das mit dem bunten Zeug hier putzen? Mit dem bunten Zeug? Nee, keine Ahnung. Hier ist ja auch nichts. Spritz, spritz. Wir haben noch... Ich hatte einen dreckigen Lappen. Hier lag vorhin irgendwo ein dreckiger Lappen. Vielleicht geht das ja damit. Warte mal, wo ist denn der hier? Hä? Da ist der dreckige Lappen. Ah, mit dem Lappen. Jo. Ah. 5, 6, 4, 9. Ja. Oh, endlich. Ein Schlüssel und... Ah, ein, ah, die nächste Blut... Nimmst du den Schlüssel mit? Ja. So, Blutprobe D ist drin. Wo ist der Schlüssel jetzt? Ich hab den mitgenommen eigentlich. Oh oh. Wo musst du überhaupt rein? Der muss, glaube ich, sogar da hinten im Raum rein, oder? Ja, aber wo ist der denn jetzt? Ich hab den mitgenommen. Oh oh. Ach nein. Oh oh. Ich hab auf die Tür geklickt und dann habe ich den nicht mehr gesehen. Hier ist er nicht. Müssen wir jetzt mal suchen, hör mal. Hä, willst du mich jetzt veräppeln? Wir finden den schon. Ja, aber ist doch eine Frage. Schlüssel. Oder wir müssen Items resetten. Können wir machen. Geht das? So. Hier ist der Schlüssel. Ja, nimm den du mal. Für mit. Die Tür hier, ich... ne? Ach so. Okay. Willst du? Mach du. Mach du. Nein, nein, du. Was ist das jetzt? Eine Batterie. Und ah, ich weiß. Die Sicherung. Warte. Hä, jetzt ging das schon wieder weg. Moment. Die liegt aber jetzt hier. Die kommt, glaube ich, hier rein, die Batterie. Hä, wo kommt die denn rein? Wo sind denn jetzt die scheiß Sicherungen? War das nicht hier draußen im Flur? Ich hab die jetzt hier reingemacht. Ja, ja, aber hat nichts gebracht. Vielleicht im Flur irgendwas, ich weiß nicht. Vielleicht muss man da was umstellen. Vielleicht hat das später noch was, eine wichtige. Wofür ist denn jetzt die Batterie? Hä? Ich hab eine Batterie. Hä? Aber, hä? Ey, als ob wir so dumm sind. Guck mal, wie aufgeräumt alles ist auf einmal. Auch nicht mehr normal. Hä, das ist doch kacke. Wo ist denn... Was soll das denn? Also ich habe ja auf jeden Fall noch eine Batterie. Keine Ahnung, wofür die ist. Eine Batterie. Vielleicht haben wir das noch nicht entdeckt. Ja, aber warum kriegen wir denn einen Tipp für was später schon? Ist ja auch doof. Das kann man ja... Hä? Was ist das denn? Voll mit der Sicherung. Ich fühle mich richtig verarscht. Vielleicht muss man nur die umschalten, wo überall rot. Habe ich schon versucht. Achso, da unten geht gar nicht. Nee, nee. Und andersrum? Ist die Frage. Geht ja hier unten nicht. Muss ja irgendeinen Sinn haben. Also irgendwie nicht, ne? Ne. So gar nicht, gefühlt. Was ist? Hä? Moment.
Fossil. Ja. Meine Mama ist da. Okay. Dann ist es ja jetzt sowieso Ding. Ja, ja, dann beenden wir jetzt eben. Okay. Okay. Machst du Ende? Sag du tschüss. Nein, du. Tschüss, das war's. Bis zur nächsten Tschüss.